Hallo ihr Lieben, heute soll es mal eine 2 in 1 Rezension von mir geben und zwar geht es um dieselbe Reihe, deswegen ergibt sich das eigentlich ganz gut. Es sind beides Rezensionsexemplare, die ich vom Verlag bekommen habe. Dankeschön nochmal dafür. Also es geht um diese beiden Bücher hier. Zum einen Throne of Glass, Selinas Geschichte, Novelle 1 bis 5 von Sarah J. Maas ist die Vorgeschichte zum ersten Band von Throne of Glass in verschiedenen Kurzgeschichten. Also es sind 5 Kurzgeschichten, die hier abgehandelt werden, die gibt es oder gab es zumindest auch mal als E-Book zu kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es die noch gibt. Aber es gibt die jetzt auf jeden Fall auch zusammengefasst als Taschenbuch. Und dazu komme ich gleich. Anfangen möchte ich allerdings mit dem Throne of Glass, mit dem großen Throne of Glass Fanbuch, ebenfalls von Sarah J. Maas. Was denkt ihr, ist da drin in diesem Fanbuch vom Cover her zu schätzen? Schreibt mir das jetzt mal bitte schnell in die Kommentare, solange ich euch sage, ja, wie viel das kostet, nämlich 9,95 € und in Österreich 10,30 €, ist vom DFTV Verlag, wie das beides und wurde mir beides zugeschickt, wie ich gesagt habe. Es hat, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Von, ja, den Seiten her, da gibt es keine Seitenzahlen, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Aber es ist halt nicht so dick, aber auch nicht so dünn. Es hat mich überrascht, als ich es gelesen und aufgeschlagen habe, wie viele Seiten da doch sind, weil es dünner aussieht, als es jetzt letztendlich eigentlich ist. Ich habe allerdings ein kleines falsches Bild von diesem Buch gehabt, als ich es in der Vorschau gesehen habe. Ja, ich habe dieses Cover gesehen. Ich habe gesehen, dass man hier was ausmalen kann. Aber ich dachte, in einem Fanbuch sind noch ein paar mehr Sachen drin als nur Seiten zum Ausmalen. Ich habe aber gesehen, dass es im Original, aber auf Englisch, auch Coloring Book heißt, also Ausmalbuch oder Malbuch. Warum man das in Deutschland nicht so genannt hat, weiß ich jetzt nicht so recht. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt eher nach Kinderbuch klingt. Also Kinder haben Ausmalbücher, deswegen wollte man das vielleicht nicht so nennen. Allerdings stelle ich mir persönlich mehr unter einem Fanbuch vor als nur ein Buch, wo auf der einen Seite halt ein Zitat aus einem Buch, aus einem Band der Reihe ist und ein Bild, das man ausmalen kann. Was ich, versteht mich nicht falsch, ich finde das echt super und kreativ gemacht, aber ich dachte halt, in einem Fanbuch wäre noch mehr drin. Also ich habe gerne zum Beispiel bei Throne of Glass, Quatsch, bei Game of Thrones habe ich das gesehen, dass in Fanbüchern gerne mal so Karten sind von der Welt, wie sie aussieht, ein bisschen auch im Detail und farbig. Es gibt teilweise bei Game of Thrones auch zum Beispiel so Geschichten von, ja, wie die Welt entstanden ist, was für Mythologien es in der Welt gibt und. Und ich dachte mir halt, dass es hier sowas auch gibt, dass es so Seiten gibt mit Hintergrundgeschichten, Seiten mit halt Landkarten, aber auch Seiten, wo man halt vielleicht ausmalen kann mit Zitaten und so. Habe ich mich jetzt persönlich geirrt, ist vielleicht auch mein Fehler, habe ich da was anderes Falsches verstanden. Aber ja, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das in der Hand gehalten habe. Trotzdem kann ich sagen, dass ich es eigentlich ganz gut finde. Also es ist nicht so ein Buch, was ich mir jetzt selber gekauft hätte. Aber wer so ein riesiger Fan davon ist, kann sich das vielleicht auch kaufen. Ist ja jetzt nicht so teuer. Ich glaube aber, es ist so ein gutes Geschenk halt einfach zum Geburtstag, zu Weihnachten oder sonst was, wenn man weiß, dass derjenige auf diese Reihe steht und sie sehr gerne hat, ist das, glaube ich, ein cooles Geschenk. Und ja, ich habe da jetzt noch nichts ausgemalt oder so. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das gut kann und ich wollte es nicht versauen. Aber ich habe alle Zitate und so gelesen und ich finde, teilweise haben sie echt gute rausgesucht. Teilweise dachte ich mir auch so, ja, ich weiß nicht, was so besonders an diesem Zitat sein soll. Aber sie haben es gut geschafft, dass sie halt zu diesem Zitat ein Bild gemalt haben oder ja, malen haben lassen. Und das passt meistens sehr, sehr gut. Ich habe nicht immer den Zusammenhang zwischen Bild und Zitat gefunden, aber meistens sieht man das eigentlich sofort auf den ersten Blick. Und man hat auch teilweise gesehen, dass hier total verschiedene Zeichenstile drin sind. Also es gibt sowas Filigranes wie das hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das zeigen darf. Ich hoffe, der DTV-Verlag findet das okay. Es gibt aber auch welche, die sind ein bisschen gröber, mit dickeren Strichen gezeichnet und so weiter und so fort. Müsst ihr selber mal durchgucken. Ich finde manche Zeichnungen echt super gelungen. Und deswegen wollte ich die eigentlich auch nicht zerstören mit dem Ausmalen, aber ich denke, irgendwann werde ich das noch machen. Gibt auch zwei Zitate aus dem kommenden Buch, aus dem 5. Band, der im Sommer, glaube ich, erscheinen wird. Was auch ganz cool war, kann man schon mal so ungefähr gucken, in welche Richtung es geht.
falls ihr auf sowas wartet. Jetzt kommen wir zu diesem Buch hier, zu Selinas Geschichte, der Vorgeschichte zu Throne of Glass. Es hat 477 Seiten von den vier Geschichten her. Es kostet 9,95 € in Deutschland und 10,30 € in Österreich und ist ein Taschenbuch, wie ihr seht. Und es enthält, wie gesagt, fünf Kurzgeschichten, die eigentlich aneinandergereiht, also direkt nacheinander folgen. Von daher könnte man es auch als große Geschichte sehen, aber die hängen halt nicht unbedingt, also sie erzählen nicht eine große Geschichte, sondern in jeder Geschichte wird halt immer nur eine kleine Geschichte quasi erzählt. Aber es wird hier erzählt, wie Selina von ihrem Status als Assassinin von Ardalan dahin gekommen ist, wo der erste Band anfängt, nämlich in einem Arbeitslager, wie sie da gelandet ist. Und das fand ich an sich echt interessant. Das wollte ich auch wissen. Ich habe hier nur wieder mitgekriegt, wie sehr sich solche High-Fantasy-Bücher für mich persönlich ziehen. Auch vor allem diese Throne of Glass-Bücher. Ich war teilweise echt ein bisschen gelangweilt und manche der Reihen, der Geschichten, ja, habe ich den Punkt nicht so richtig verstanden oder auch gedacht, es zieht sich so ein bisschen. An sich ziehen sich die Bücher auch, weil es eine riesige, große Geschichte ist, die sich halt sehr viel Zeit lässt. Hier sind eigentlich kleinere Geschichten. Und ich dachte, sie wird sich dadurch halt nicht so sehr ziehen, weil es halt schneller zum Punkt kommt, weil es halt nur eine kürzere Geschichte ist. Aber trotzdem hat sich innerhalb dessen manchmal so ein bisschen gezogen. Und manche der Kurzgeschichten, wie gesagt, haben mir auch nicht so recht gefallen. Ich fand die erste mit noch am besten, weil ich die Aussage gut drin fand. Und die letzte war halt die, die halt irgendwie am aussagekräftigsten war, weil sie halt dahin geführt hat, wo Selina dann am Anfang des ersten Bandes war. Die zweite Geschichte war am kürzesten mit 40 Seiten, glaube ich, ungefähr. Da habe ich allerdings auch den Punkt nicht verstanden. Also es gab irgendwie keinen Punkt, es war nur eine kurze, ja, das ist passiert, fertig. Also es gab keine richtige Message dahinter, hatte ich das Gefühl. Ist auch in 40 Seiten schwer, aber war jetzt für mich persönlich nicht so nötig. Und die dritte Geschichte hat sich so ein bisschen gezogen, muss ich sagen, weil ich auch nicht wusste, worauf das hinaus will. Ich fand das ein bisschen langweilig teilweise. Aber den Twist am Ende fand ich echt gut gemacht. Da hat die Autorin mich auch echt gut an der Nase herumgeführt. Das habe ich jetzt nicht sofort kommen sehen. Erst so gegen Schluss habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Und erst dann habe ich geschnallt, worauf es eigentlich hinaus sollte. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Und die vierte Geschichte. Ja, da habe ich auch so recht den Punkt nicht verstanden. Ich glaube, es wollte darauf hinaus, dass Selina nicht allen trauen sollte, denen sie traut und dass manche halt doppelte Spiel spielen, aber also dass eine Person, bestimmte Person das ein doppeltes Spiel spielt. Ich will da jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich den Namen nicht. Aber ich dachte mir so, das muss sie doch mittlerweile wissen. Also sie muss mittlerweile gemerkt haben, wie diese Person ist, weil sie ja so viel Zeit mit dieser Person verbracht hat, dass ja mir der Punkt in dieser Geschichte irgendwie gefehlt hat oder ich nicht verstanden habe, wieso das jetzt so schockierend sein sollte, weil es irgendwie eigentlich klar ist. Auf jeden Fall fand ich es auch ein bisschen schade, dass die ganzen Geschichten im Deutschen nicht benannt wurden. Also sie heißen Selinas Geschichte 1, Selinas Geschichte 2 und so weiter, aber sie haben im Englischen halt alle noch einen eigenen Namen, was ich besser fand und deswegen habe ich ständig auch nachgeguckt, wie diese Geschichte heißt, weil es auch mehr über den Inhalt auch sagt. Also die erste Geschichte heißt im Englischen The Assassin and the Pirate Lord, also es geht um einen Piraten und darum, was Selina, also als Assassine, mit ihm zu tun hat. Die Geschichte fand ich, wie gesagt, gut, weil es gezeigt hat, wie Selina als Charakter funktioniert und dass sie halt eben nicht nur die skrupellose Assassinin ist, sondern halt auch eine gute Seite haben kann. Dementsprechend habe ich der Geschichte auch so ungefähr 4 Sterne gegeben. Die fand ich gut. Die zweite Geschichte hieß The Assassin and the Healer, also die Assassinin und die Heilerin, weil wie gesagt, diese 40-seitige Geschichte, die halt keinen richtigen Punkt hatte, war halt irgendwie ein Lückenfüller, hatte ich das Gefühl. Dementsprechend habe ich dem so 2,5 bis 3 Sterne gegeben, war okay, war jetzt nicht nötig, finde ich. Die dritte hieß The Assassin and the Desert. Also da ist Selina in der Wüste halt, deswegen heißt es and the Desert. Die war ja die Geschichte mit dem guten Twist, der aber mittlerweile mittendrin so ein bisschen langgezogen war, fand ich zumindest. Dem habe ich so 3,5 Sterne gegeben. Die vierte Geschichte hieß The Assassin and the Underworld. Also die Assassinen und die Unterwelt und da geht's halt, da ist sie wieder zu Hause, also sie war zwischendrin weg, unterwegs und ist dann wieder nach Hause gekommen und da ging es halt darum, dass sie wieder ganz normal ihre Aufgaben erledigen musste und ja, dem habe ich ganzen 2 Sterne gegeben, weil wie gesagt, ich verstand den Punkt dieser Geschichte nicht, weil sie eigentlich ja schon wissen müsste, wer jetzt was Gutes für sie will und wer nicht.
Und die letzte Geschichte hieß The Assassin and the Empire, also die Assassinen und das Empire. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch genau übersetzt, also das Reich quasi. Dem habe ich 3 Sterne gegeben, weil es, wie gesagt, am Ende dazu geführt hat, wo sie halt dann am Anfang des ersten Bandes war. Und das fand ich auch ganz spannend gemacht. Allerdings fand ich auch das zwischendurch so ein bisschen zu lang gezogen und ich fand vor allem, ja, manches nicht ganz so realistisch. Also ich habe den ersten Band, ihr müsst da wissen, da der erste Band für mich auch ein bisschen länger her ist und so und die Rezension für euch vielleicht ja auch, habe ich immer so gedacht, sie hatte ja immer im ersten Band davon erzählt, dass sie es ihre erste große Liebe mit Sam erfahren hat, mit dem Jungen, der mit ihr zusammen die Assassinenausbildung gemacht hat und so weiter und so fort. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass sie halt sehr lange Zeit miteinander verbracht haben, sich sehr gut kennengelernt haben und sich so nahe standen, dass als er dann nicht mehr bei ihr sein konnte, sagen wir mal so, ohne zu spoilern, ihre Welt zusammengebrochen ist. Und das war auch so, hat sie gesagt zumindest. Aber letztendlich, als ich es gelesen hatte, von diesen 5 Geschichten kommt Sam nur in 3 vor. Und in 2 von den 3 ist er halt nur am Rande da oder beziehungsweise nur bestimmte Zeit oder steht halt nicht so richtig im Mittelpunkt, sodass man gemerkt hat, wie wenig Zeit Selina wirklich mit diesem Jungen verbracht hat. Er war zwar ihr Leben lang quasi da, aber sie hat ihn immer gehasst, bis ungefähr 1,5 Monate vor dem Ereignis, das die beiden wieder auseinandergebracht hat. Das heißt, ihre Liebe, die sie ach so groß aufgebauscht hat, die ich zumindest so mitgekriegt habe, hat ungefähr 1 Monat gedauert. Und das war für mich einfach zu wenig, um irgendwie diese Tragweite ihrer Trauer und ihre Frustration darüber, was passiert ist, mitzubekommen, weil ich mir dachte, sie bauscht das viel zu sehr auf. Sie hat diesen Jungen gerade erst richtig kennengelernt, ihre Liebe fängt gerade an. Natürlich ist man dann am Boden zerstört, wenn es wieder aufhört, aber dann ist das nicht die ganz große Liebe. Dann hast du 1 Monat mit diesem Jungen verbracht. Du kannst nicht dein ganzes Leben schon mit ihm verplant haben, wenn du ihn nur 1 Monat kennst. Das fand ich ein bisschen zu viel des Guten. Und ich fand, dass Sam leider zu wenig in diesen Büchern vorkam, um mir so ein richtiges Bild von ihm zu machen. Und ich fand auch, dass sie ihn viel zu idealisiert hat. Man hat vor allem in der letzten Geschichte gemerkt, dass er auch hier und da ja nicht so nett zu ihr war, beziehungsweise seinen eigenen Willen durchsetzen wollte und sie manchmal auf die andere, also untere Stufe gestellt hat und ein bisschen weggedrängt hat. Und ja, das hat sie irgendwie nicht gesehen. Sie hat ihn trotzdem die ganze Zeit idealisiert, obwohl er die ganze Zeit gesagt hat, ich liebe dich, ich würde alles für dich tun. Teilweise auch wirklich egoistisch war, was okay ist, er ist ja ein Mensch, aber da muss man ihn nicht so idealisieren, finde ich. Also das fand ich ein bisschen übertrieben für mich persönlich. Aber ansonsten, wer Lust hat, die Vorgeschichte zu der Reihe zu lesen, kann dazu sehr gut greifen, der wird auch damit Spaß haben. Wer einfach nur die Reihe lesen will und gucken will, wo es ihn hinführt, der braucht das nicht unbedingt lesen. Also es ist nicht unbedingt nötig. Falls ihr wirklich wissen wollt, wie es dazu gekommen ist, dass ja, sie dahin gekommen ist, wo es beim ersten Band startet, dann könnt ihr euch vielleicht auch als E-Book also die letzte Geschichte holen. Um das richtig zu verstehen, würde ich mir auch die erste und die vierte Geschichte holen. Also erste, vierte und fünfte sind wirklich die wichtigen, wo auch Sam drin vorkommt. Die zweite und dritte, wie gesagt, kann man lesen. Vor allem die dritte ist auch mit dem Twist ganz gut gelungen. Aber muss man nicht unbedingt. Ich finde auch die meisten anderen, also erste und vierte, muss man nicht unbedingt lesen. Die fünfte ist halt die wichtige. Aber ich weiß nicht, ob man sie alleine so richtig versteht, ohne zum Beispiel die dritte gelesen zu haben. Von daher kann ich da nicht so richtig was zu sagen. Letztendlich gebe ich diesem Buch ja so 3 Sterne. Es hat mich, wie gesagt, ich fand es wieder ein bisschen zu langatmig. Und ja, es hat mich darin bestätigt, dass ich also den nächsten Band, den fünften Band von Throne of Glass vielleicht doch nicht lesen will, weil ich, während ich es gelesen habe, schon gemerkt habe, dass ich am liebsten schon durch wäre, weil es mich so angestrengt hat und darauf habe ich irgendwie keine große Lust gehabt. Aber an sich ist das eigentlich eine gute Geschichte. Es ist nur nicht unbedingt mein Genre. Dieses epische, langgezogene, langsame Erzählen ist nicht so meins. Und irgendwann, egal wie sehr man wissen will, wie es ausgeht, strengt es einen zu sehr an. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie es mit mir und der Reihe weitergeht. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu diesem Buch oder auch zu dem Fanbuch, falls ihr das schon im Laden gesehen habt oder selbst gekauft habt. Habt ihr Lust darauf? Mögt ihr die Reihe und so weiter und so fort? Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!